Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Monatshoroskop für den Oktober 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf und ich bin auch Steinbock. Eure Tendenzen im Oktober sehen beruflich sehr erfolgreich aus. Im Freundeskreis müsst ihr wohl öfter mal nach dem Rechten sehen, da kann es zu Turbulenzen kommen und auch auf eure Finanzen solltet ihr achten. Falls es da Beratungsbedarf für euch gibt oder wenn ihr schon mal in eure persönliche Jahresvorschau 2019 schauen wollt, meldet euch bei mir. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage und die Infos dazu verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. Und mit etwas Glück könnt ihr auch eine Beratung in der Verlosung vom Oktober gewinnen und wie das geht und was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr am Ende des Videos. Deswegen bleibt dran bis zum Schluss. Bevor wir in den Oktober einsteigen, hier noch der Hinweis, dass ihr ausführliche Informationen und Deutungen für eure langfristigen Tendenzen jederzeit im Jahreshoroskop 2018 abrufen könnt. Das gibt es als Video und ihr könnt es auch im Buch nachlesen. Und dort habe ich auch die Geburtstagskinder genannt, die besonders wichtige Aspekte empfangen. In eurem Fall ist das natürlich der Durchgang von Saturn und Pluto durch euer Zeichen, der euch noch die nächsten Jahre beschäftigen wird. Jetzt im Oktober ist Pluto einer der beiden großen Player am Himmel, denn er wird soeben wieder direktläufig bei euch im Steinbock und entfaltet dadurch eine besondere starke Kraft. Die andere Hauptmacht im Oktober ist die Venus. Sie steht günstig für euch im Skorpion und wird am 5. Oktober abends rückläufig und zwar bis zum 16. November. Dadurch wird sie insgesamt bis Anfang Januar in diesem vorteilhaften Aspekt für euch bleiben. Das ist eine gute Nachricht. Aber während der Rückläufigkeit gibt es trotzdem so einiges zu beachten. Und bei euch betrifft das vor allem den Bereich der Freundschaften und auch der Business-Kontakte. Zum Neumond am 9. Oktober bildet die Venus gereizte Aspekte zu Mars und Lilith, die bei euch im Geldhaus stehen. Da deuten sich Konflikte mit Businesspartnern an, die finanzielle oder auch andere Abmachungen wieder rückgängig machen wollen. In euren Freundschaften kann das bedeuten, dass es Streitigkeiten um verliehenes Geld gibt. Sieht so aus, als wollte euch jemand nicht wie abgemacht die Raten zurückzahlen. Die rückläufige Venus kann auch anzeigen, dass es im Freundeskreis zu einer Liebelei kommt, die für Irritationen sorgt. Steinbock-Singles könnten zum Beispiel entdecken, dass sie für jemanden, den sie schon lange kennen, mehr fühlen als nur Freundschaft. Aber was ist, wenn die Person gebunden ist? Möglich auch, dass jemand aus dem Freundeskreis, mit dem es mal eine Liebelei gab, gerne dort wieder anknüpfen möchte. Falls ihr in so eine verzwickte Situation hineinkommt, haltet den Ball flach bis Mitte November, wenn die Venus wieder direktläufig wird. Sie läuft dann den ganzen Dezember über bis zum Januar nochmal im Vorwärtsgang durch euer Freundschaftshaus. Und dann lassen sich viele Dinge klären, beziehungsweise ihr seht klarer, wo ihr selbst in der betreffenden Situation steht. Der Neumond selbst fällt bei euch ins Karrierehaus und das heißt, jetzt ist die Zeit, die nächsten Pläne für euer berufliches Fortkommen und eure Ziele zu machen. Aber da gibt es diese Spannung zu Pluto bei euch im ersten Haus und die deutet an, dass die kommenden 4 Wochen mächtig kräftezehrend für euch werden und auf der persönlichen Ebene großen Einsatz von euch fordern. Ihr habt eine Erfolgsphase vor euch, aber ihr müsst aufpassen, dass ihr eure Kräfte gut einteilt und euch nicht übernehmt. Das sagt natürlich auch Saturn in eurem Zeichen. Und das muss ich mir auch selber als Steinbock sagen, denn jetzt beginnt für mich die Zeit der Jahreshoroskope und ich arbeite bereits an meinem Jahrbuch 2019. Gute Tage, um sachliche Gespräche zu führen und Konflikte zu lösen, sind der 11. und 12. Oktober für euch. Und vielleicht geht es dann aber auch erstmal nur um ein Sondieren, denn die Konstellationen sind weiterhin angespannt. Auch der 15. und der 18. Oktober zeigen Gesprächsbereitschaft an und man kann sich einig werden. Das Wochenende vom 20. und 21. Oktober verspricht Entspannung und liebevolle Kommunikation. Das könnt ihr sowohl für in Schieflage geratene Freundschaftsangelegenheiten nutzen, als auch für euch persönlich mit euren Lieben. Am 23. Oktober um 13.22 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in den Skorpion und aktiviert dann für 4 Wochen euren Freundschaftsbereich im Horoskop, wo auch schon die Venus steht, und intensiviert damit die Themen, die ich vorhin schon angesprochen habe. Freundschaften, die Arbeit mit Gruppen und Gleichgesinnten und auch eure Business-Kontakte verlangen besonders viel Aufmerksamkeit und Pflege, denn nicht alles läuft so wie geplant. Leute ändern ihre Meinung, Abmachungen müssen neu verhandelt werden. Auch wenn das lästig ist, kümmert euch drum, es lohnt sich.
Gleich zu Vollmond am 24. haben wir nochmal sehr angespannte Konstellationen mit der rückläufigen Venus hier und Uranus auf der anderen Seite. Und wenn sich in den beschriebenen Situationen bis dahin etwas aufgestaut hat, kann es nun zum Krach kommen. Und der kann im besten Fall wie ein reinigendes Gewitter wirken, aber im ungünstigen Fall auch zum Bruch einer Freundschaft oder Beziehung führen. Am besten, ihr versucht, euch nicht provozieren zu lassen, denn wenn sich die erste Aufregung gelegt hat, werdet ihr mit Geduld und sachlichen Argumenten Gehör finden. Für die Dezember-Steinböcke, die Single sind, kann dieser Vollmond auch den Beginn einer neuen heißen Affäre einläuten. Aber sie sollten vorsichtig sein, wenn der Freundeskreis davon betroffen ist. In den letzten Tagen des Monats ist dann die Heilung der Freundschaftsthemen durch empathisches und liebevolles Kommunizieren möglich, denn Jupiter bildet hier zusammen mit Merkur aus dem Freundschaftshaus heraus einen Harmonieaspekt mit Heiler Chiron, der in die Fische zurückgelaufen ist. Am 31. haben wir dann Halloween und da haben wir auch gute Partysterne. Der Mond steht im Löwen, der Merkur geht in den Schützen und die Venus läuft zurück in die Waage. Das ist die Gelegenheit, um in eurem Freundeskreis wieder für Spaß und Leichtigkeit zu sorgen. Zum Beispiel, indem ihr zu Halloween gemeinsam loszieht oder auch zu euch nach Hause einladet. Das waren eure Konstellationen im Oktober. Wenn ihr eine ganz persönliche Beratung zu eurem Horoskop braucht, bin ich gern für euch da. Aber meldet euch bald, denn ich bin zum Jahresende immer sehr ausgebucht. Ruft einfach auf meinem Kundentelefon an oder schaut auf meiner Homepage vorbei. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 5. Oktober 2018. Und weil viele um 17 Uhr noch nicht können, habe ich extra für euch den Beginn der Veranstaltung auf 18.30 Uhr gelegt. Da könnt ihr mir wie immer eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Zum Beispiel jetzt, in welchem Bereich bei euch die rückläufige Venus fällt. Weil am Himmel so viel los ist, gibt es bestimmt reichlich Beratungsbedarf. Deshalb verlose ich in diesem Monat eine Kompaktberatung. Also 30 Minuten mit mir inklusive Mitschnitt. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos auf Facebook mit euren Freunden teilt. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei und erfahrt automatisch, wann ich neue Videos hochlade. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Specials ans Herz legen. Über Lilith im Wassermann, über Uranus im Stier und entdecke deinen inneren Heiler über Chiron. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.